Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Heute packe ich nämlich drei Pakete aus und wenn du wissen möchtest, um welches sich jetzt hier in diesem Video dreht, dann schnapp den Kaffee und Keks, wie auch immer. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns hoffentlich wieder und ich wünsche dir natürlich viel Spaß beim Zuschauen. Box abgedreht und jetzt habe ich dieses schöne Schätzchen bekommen. Die Adresse versteckt, ja. Und dieses Paket ist nämlich von der lieben Hanni. Aber das Wichtigste wie immer zuerst, wenn du neu bei mir bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und wenn du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du wieder da bist. Die liebe Hanni macht im Endeffekt das gleiche wie ich. Fressboxen aufmachen, Beautyboxen, Schminken, Reuse Haul, aufgebraucht, querbeet. Und ich muss tatsächlich gestehen, am Anfang habe ich gedacht, die ist aber merkwürdig, aber die, das ist so eine Liebe. Ich mag die liebe Hanni und tatsächlich freue ich mich auch immer, wenn sie so hauptsächlich Fressboxen unboxt, weil die mag dieses nicht und jenes nicht. Und ich bin ja ein Typ, ich habe immer gesagt, ich esse alles. Ich bin ein total unkomplizierter Mensch und wenn du dann eine neue Beziehung anfängst, ja, aha, dieses nicht und jenes nicht, wir sind auch schon ein bisschen ähnlich. Mittlerweile liebe ich sie total und ich freue mich tatsächlich, wenn sie ein Video zeigt. Aber alle anderen, die ich so im Abo habe oder die ich auch schaue natürlich auch gerne. Also wir wollen hier keine Unterschiede machen, aber ihr schaut doch bitte gerne auch mal bei der Hanni vorbei. Lasst ein bisschen Liebe da und ja, worum geht es denn eigentlich heute? Ich hatte mir gedacht, man könnte noch eigentlich mal so Weihnachtspäckchen machen, so Must-Haves oder was mag ich gerne zu Weihnachten oder Thema Weihnachten. Also da haben wir uns auch nicht so ganz festgesetzt, weil ich finde das manchmal ein bisschen schwierig, wenn du sagst, ja das nicht und jenes nicht und dieses nicht und das auch nicht und das bloß gar nicht. Wenn es dann zu viel ist, ist es ein bisschen schwierig. Es ist was anderes, wenn jemand sagt, ich mag keinen Nagellack oder ich mag keine Wimperntusch, das sehe ich noch ein, aber wenn es dann einfach zu anstrengend wird, von wegen, ja, ich habe das schon gekauft und diese 87 Teile, die hätte ich aber gern, aber bitte aus denen und denen wieder nicht. Also wisst ihr, wie ich es meine? Es soll alles noch im Rahmen sein und ein bisschen eine kleine Überraschung. Sie hat mir tatsächlich auch eine Karte geschrieben, ich natürlich wieder nicht, es wird ja typisch Heike, gell? Was war ich da? Viel Spaß mit dem Paket. Merry Christmas and Happy New Year. Finde ich total süß. Finde ich echt süß. Hallo Heike, ich hoffe für dich, dass alles für dich zu Weihnachten oder auch noch im Winter passt. Ein Hoch auf die Kalorien. Liebe Grüße, Hanni. Ja, ich hoffe, liebe Hanni, das eine oder andere bringt dich zum Schmunzeln und magst du vielleicht auch. Und bitte alles, was du nicht magst, bitte weitergeben, verschenken. Ich hatte ja gedacht, dass wir das noch zu Weihnachten, also vor Weihnachten machen, damit du dann noch was weitergeben kannst. Auch sie hat hier wieder weiterverwertet. Das ist in irgendeiner Box gewesen. Das finde ich immer sehr gut, weil dann kann man das immer wieder weitergeben. Wenn das irgendwann hässlich ist, das Papier, dann tue ich das natürlich in den Ofen rein. Und ich sehe schon was. Das hatte sie nämlich letztens, hatte sie sich da verraten in einem Video. Und da habe ich mir schon gedacht, freue ich mich. Und zwar dieses hier. Wir hatten in diversen Boxen nämlich immer mal so Kaffee drin. Und ich habe ja einen Kaffee voll aufgemacht. Und sie hat, oh Wahnsinn. Okay, so viele waren, habe ich gar nicht gewusst. Schaut mal, ich habe jetzt wieder Kaffee da, wir haben ja einen Feuerautomaten und ich fand den richtig gut, ich habe ihn gefeiert. Gerade wenn jetzt zum Beispiel mein Mann nicht da ist und ich dann nur einmal so einen Kaffee halt haben möchte, dann kann ich da nachfüllen. Und das reicht tatsächlich für ein paar Tassen für mich alleine. Und das habe ich gefeiert, wo sie das gesagt hat, oh, ich habe schon jemanden, für den ich das wegschicken kann und dann... Da habe ich mich angesprochen gefühlt und habe gedacht, oh schön, ich freue mich da tatsächlich. Ich bin eine Kaffeetante. Für mich ist ein Tag ohne Kaffee kein Tag. Also deswegen, ich habe mich da echt gefreut. Und Kaffeebohnen ist meine Welt. So, was hat sie denn hier reingemacht? Selbst gebacken für ein gutes Gewissen mit Vollkornmehl, etwas Gewürz mit Salted Karamell. Ich habe mir tatsächlich das gar nicht so getraut. Ich weiß nicht, Kekse habe ich die, glaube ich, gar nicht reingetan.
Weil das ist manchmal schwierig, nicht jeder isst von fremden Plätzchen. Und da habe ich mir gedacht, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich wollte dir eigentlich einen Glühwein noch bzw. ein Eierlikör reinmachen, aber der muss gekühlt sein und ich hatte kein Trockeneis, deswegen, das kriegst du dann mein nächstes Jahr. Aber schaut's mal, die liebe Honey hat tatsächlich gebacken. Oder ihre Mama, ich weiß gar nicht. Das ist mir auch völlig egal, ich werde sie gerne testen. Das mit diesen Herzchen, das finde ich total süß irgendwie. Gefällt mir richtig gut. Werde ich auf jeden Fall verschnurzeln und werde berichten, wie es schmeckt. So, dann machen wir mal weiter. Weinstein Backpulver. Sie hat gesagt, sie macht keinen Kugelhupf und ich mache Kugelhupf. Also, beziehungsweise das ist spezieller Backpulver für so Sandgebäck. Ich weiß nicht, ob die aus irgendwas anderes hergestellt werden oder vom Verfahren her. Ich weiß nur, dass du für bestimmte Backsorten auch andere Zutaten verwenden sollst, wie zum Beispiel hier mit diesem Kugelhupf. Das werde ich auf jeden Fall mal probieren und ich bin nicht so der Bäcker, aber jetzt zum Beispiel Ostern, Geburtstage oder jetzt zum Beispiel Weihnachten, dann verfalle ich auch diesen ich muss backen, Haushalt und wie auch immer. Deswegen werde ich das sehr gerne testen. Werde auch berichten. So, was hat sie denn hier reingetan? Oh, schön. Und zwar limitierte Edition Winterträume 24 Tees. Ich liebe Tees. Ich liebe diese Weihnachtsgeschichten. Ich mach's gleich mal auf. Und zwar, da gibt es zum Beispiel eins. Gewürz- und Kräutertee Glücksbote. Oh. Da steht drauf, ach, das ist alles Glücksbote. Da steht überall Glücksbote drauf. Und da habe ich jetzt zum Beispiel mit Fenchel, Hopfen, Zimt. Oh, ich liebe Zimt. Und dann habe ich mit Jasmin. Und dann gibt es wieder einen mit nochmal Jasmin. Also Tee kann man mich immer glücklich machen. Der geht auch meistens nicht weiter, weil ich mag ab und zu einfach gerne eine Tasse Tee. Ich bin da eher so nachlässig mit Trinken und Tee. Ich mag gern Tee warm. Das heißt, ich trinke den dann auch gefühlt kochend heiß. Und dann weiß ich wenigstens, da hast du mir eine Riesenfreude gemacht und gehört auch zu Weihnachten. So, was haben wir denn da? Und zwar atemfrei Balsam Taschentücher. Ja, auch diese gehören zu Weihnachten, weil ich zum Beispiel brauche jetzt nämlich gerade in diesem Moment tatsächlich für meine Triefnase ein Taschentuch. Ich habe ja Heuschnupfen. Bei mir ist es richtig schön. und ich habe das aber nicht jedes Jahr gleich, aber mir läuft das ganze Jahr die Nase. Und das finde ich immer sehr nervig, aber deswegen auch Weihnachten zählen für mich Taschentücher dazu. Das nächste finde ich sehr süß, muss ich sagen. Und ist auch voll meins. Und zwar eine Rituals-Kerze. Ich liebe doch Rituals. Plötzlich war der Akku leer. Ich liebe alles, was mit Rituals zu tun hat. Und ich liebe auch Rituals-Kerzen. Ich bin da immer so geizig. Ich hoffe immer, dass das in den Boxen drin ist. Oh, ein frischer Duft, würde ich sagen. Aber wir haben Private Collection Savage Garden. Ich glaube, das war in dem Adventskalender. Aber diese kleinen Gläschen finde ich ja immer so toll. Die feiere ich ja. Da kann man schön Eierlikör draus schlürfen. Und wir haben hier einen kleinen Nikolausi. Auch sehr schön. Ich mag tatsächlich sowas Helles. Das weißt du ja. Ich habe ja auch einen Adventskalender, den Tiziano Adventskalender, geunboxed. Und da habe ich ja auch so graue, weiße Dekorationen. Ich mag dieses Clean einfach richtig toll. Also Kerzen gehen für mich immer. So, dann hat sie und zwar Knabberkram. Ein Muss zu Weihnachten, genau. Und zwar limitierte Edition. Feine Honig-Zimt-Note. Könnte man nennen. Ich bin nicht so der Fan von Honig, aber die werde ich auf jeden Fall gerne probieren. Ich liebe das. Ich liebe gebrannte Mandeln. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich mache jedes Jahr gebrannte Mandeln oder Schokomandeln. Und dieses Jahr, ich weiß nicht, also dadurch, dass wir im Umbau sind, bin ich da noch gar nicht so zu kommen. Deswegen werde ich die natürlich auch gerne verspeisen. Ab auf die Hüfte nennt man das. Und das ist ja witzig. Mein Lieblingsglühwein, Omas Glühwein. Wo ist denn der her? Ist der von deiner Ecke? Steht da irgendein Ort? Ich sehe es gar nicht so auf Anhieb. Auf jeden Fall habe ich hier auch einen Glühwein reingetan. Und Glühwein aus der Pappverpackung finde ich den von Ja sehr gut und von DM. Und den werde ich auf jeden Fall auch gerne probieren. Vielleicht nicht die Woche, weil ich habe vor 2 Tagen warmer Glühwein trinken und es ist meiner Leber nicht so gut gegangen.
Ich konnte den nächsten Morgen sehr, sehr lange keinen Kaffee trinken. Aber Glühwein geht immer, gehört für mich zu Weihnachten. Und wer keinen Alkohol mag, der kann ja auch Punsch trinken. Also das ist ja nicht so, dass man da ständig Alkohol trinken muss. So ist das nicht gemeint. Oder man kann sich ja selber einen aus Saft machen. Also da gibt es die schönsten Rezepte mittlerweile. Also den werde ich auf jeden Fall sehr gerne probieren. Was ist denn da drin? Ricola. Und zwar ist es mit Eukalyptuskirsche. Ich hoffe, dass die nicht gefüllt sind. Ich werde sie aber gerne probieren. Ich liebe ja Bonbons. Ich habe immer Bonbons in der Tasche, weil ich auch immer durch das viele Sprechen gerne Halskratzen habe. Eukalyptus mit Kirsche. Ich meine, die waren noch letztens auch in irgendeiner Box. Werde ich auf jeden Fall auch gerne probieren. Und da sehe ich was, was auch frei ist. Und zwar Fruchtgummi, Weingummis. Ich bin jetzt nicht so ein hundertprozentiger Fan von Weingummis. Ich kaufe sie mir tatsächlich eher selten, aber wenn die da sind, dann feiere ich die. Ich kaufe die nicht, weil ich die wegfresse. Ich esse die nicht, ich fresse die. Ich kann mit diesen Tüten einfach nicht aufhören. Das ist so schrecklich. Und dann fange ich auch an, also die gelben und dann die orangen, dann die roten, dann die grünen. Also ich bin da echt ein Monk. Ich esse das dann noch Farben. Richtig furchtbar. Und ich kann dann echt nicht aufhören. Deswegen kaufe ich die eher nie. Aber ich werde sie sehr gerne probieren. Und das Problem ist, diese schreien aus dem Schrank. Ihr wisst es, ihr könnt Süßigkeiten im Schrank liegen haben. Und dann sagen, hallo, ich bin noch da. Hallo, iss mich. Und das ist ganz schrecklich. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich das da habe, wird es auch nicht lange leben. Und dann hat sie was eingepackt. Zwei Sachen noch. Und das finde ich auch sehr schön. Oh, alkoholfreier Sekt für Besuch und alles, was kein Alkohol trinkt. Ja, das stimmt, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Eine Freundin von mir, die trinkt tatsächlich keinen Alkohol. Mein Bruder trinkt auch keinen Alkohol, da wäre das echt gar nicht so schlecht. Ich habe mal welchen probiert, der war jetzt nicht so der Briller, aber da hast du tatsächlich recht. Nicht jeder mag Alkohol und das ist auch völlig in Ordnung, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das werde ich auf jeden Fall im Backup lassen. Weil das ruft nicht aus dem Schrank. Alkohol ruft nicht. Alkohol leid. Und das ist eigentlich eine gute Idee. Finde ich gut, dass du das reingemacht hast. Und dann habe ich hier das letzte, was sogar eingepackt ist. Okay. Hani hat eingepackt. Ich habe, glaube ich, nicht eingepackt. Ich habe es liebevoll in den Karton geworfen. Ah, ein paar Kleinigkeiten noch. Okay. Und da finde ich auch schon eins, was ich tatsächlich gut gebrauchen kann. Oh, ist das niedlich. Eine Isana-Tuchmaske. Wir haben ja so einen Frenchie als Hund und ich habe tatsächlich mir letztens bei irgendjemand in einem Video da einen Screenshot gemacht, dass ich mir die Maske kaufen wollte. Bin in DM, dem er ja scheiße hat, nicht gefunden, ja. Ist ja auch von Isana, von Rossmann. Da kann ich es ja nicht finden. Auf jeden Fall freue ich mich darüber. Nur allein wegen dem Wuffi da drauf. Finde ich richtig, richtig süß. Und dann haben wir eine Bodylotion von Müller, von Aveo. Und ich bin ja nicht so der Fan von Bodylotion, aber schaut euch doch mal das Packaging an. Und das ist eine Größe 50 ml, die ich auch aufbrauchen kann. Und deswegen finde ich das gut und werde es auch probieren. Ich habe nämlich schon wieder festgestellt, ich habe sehr, sehr trockene Haut. Nächstes Produkt und vorletztes Produkt. Liebe Hani, vielen Dank. Du weißt, ich liebe Handcreme. Es gibt kein Leben ohne Glitzer und Handcreme. Und zwar von Alverde. Ich liebe Handcreme. Ist mir völlig wurscht, woher. Ich liebe Handcreme. Und wenn es die Größe hat, ist es perfekt, weil ich einfach die Dinge auch aufbrauchen kann. Finde ich richtig gut. Und das nächste ist somit auch das letzte. Und das werde ich. Jetzt habe ich ein Haar hier im Gesicht. Finde ich richtig gut. Auch von Alverde. Ein Lipbalsam. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt momentan einen, der mit Ingwer ist und von Osis oder Oyes, keine Ahnung. Und den finde ich so schrecklich. Und deswegen werde ich den jetzt gleich austauschen. Den finde ich vom Packaging wunderschön, passend zu meinen Lippen. Und werde ich auf jeden Fall probieren, testen, ausprobieren, schmieren. Und das war der Inhalt dieser Überraschungskiste. Ja, am besten ist der Kaffee. Ich mag die Ole Kaffeetante. Ich finde es richtig gut. Ich habe mich wirklich gefreut. Das ist mal was anderes. Also kein Beauty-Paket. Shiva muss auch wieder Sessel zerstören. Wo ist sie denn? Da unten ist. Wie gesagt, ich hatte halt einfach die Idee, mal was anderes querbeet zu schicken. Nicht nur Beauty und dekorative Kosmetik. Ich hoffe, liebe Hani, dir hat es trotzdem ein bisschen Freude bereitet. Und
das eine oder andere, wie gesagt, die große Flasche vor allen Dingen, die kann man sehr schön warm trinken. Bin gespannt, wie dir die Sachen gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, bei der lieben Hani, dass sie mitgemacht hat. Freue mich auf ein nächstes Mal, gell? Neues Jahr, neues Glück so ungefähr. Und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Morgen, also heute ist Sonntagmorgen, ist Montag, 10 Uhr werden wir das Video ja hochladen. Also für euch ist heute jetzt 10 Uhr, je nachdem wann du es schaust. Und ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing gefallen. Fühlt euch ganz doll gedrückt. Bis zum nächsten Mal, eure Heike.